Es war vor 10 Jahren, in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober. Der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider lenkt schwer alkoholisiert sein Auto, rast gegen einen Hydranten und stirbt. Haider war ein umstrittener Volkstribun. Von den einen wurde er geliebt, von den anderen gehasst. Er galt als der Mann, der den Rechtspopulismus erfunden hatte. 1993 initiierte er das Anti-Ausländer-Volksbegehren Österreich zuerst. Die Pleite der Hypo Alpe Adria hat Kärnten an den Rand des Bankrotts geführt. Und politische Weggefährten Haiders fanden sich vor Gericht wieder. Michaela Redler und Thomas Heuss mit einer Collage über Jörg Haider und der Erinnerung an den umstrittenen Rechtspopulisten. Ich habe ihn heute das letzte Mal noch gesehen, ein paar Stunden vor seinem Tod. Da war er bei uns im Geschäft. Und er war sehr sympathisch, ein fescher Mann, auch sehr zugänglich. Er hat halt mit bestimmten Aktionen irgendwie es geschafft, die Leute auf seine Seiten zu bringen. Weil er sehr beliebt ist gewesen. Ich kann nur das Gute sagen über ihn. In Kärnten, von wo er kommt und wo er seine größten Wahlerfolge letztlich gefeiert hat, war es nahezu unmöglich, Jörg Haider nicht einmal die Hand gegeben zu haben, Jörg Haider nicht einmal getroffen zu haben. Und er besaß über lange Zeit auch die Fähigkeit, sich zu merken, wen er da getroffen hatte, sich sogar die einzelnen Geschichten der Menschen zu merken. Er war ein Chamäleon, er konnte seine Rollen schnell und sehr gut wechseln. Es war ein anderer, ihm am Villacher Kirchtag zu begegnen, als im Lehrsaal an der Universität Klagenfurt. Ich zeige Ihnen jetzt etwas. Das ist ein Aktivbezug. Er hat die Bildsprache sicher als einer der ersten und sehr gut genutzt, hat letztlich sein gesamtes Erscheinungsbild oft mehr eingebracht als das, was er selbst gesagt hat. Politik ist natürlich in einem Hodenwasser eine Show und ich glaube, dass die Freiheitlichen eigentlich den Show-Effekt in die Politik erst gebracht haben. Das, was Trump auch in den nächsten Wochen wieder als Establishment, als Eliten bekämpfen wird, obwohl er selbst ein Teil des Ganzen ist, das war im Grunde genommen auch das Erfolgsrezept von Haider, gegen die da oben zu wettern. Dann wird ausgemistet. Aber selbst eigentlich einer von denen da oben zu sein. Denn welchem von uns da unten gehört schon ein ganzes Tal? Naja, es war letztlich ein Rückfall der Politik, einer demokratischen Politik in geradezu Gutsherrenart. Er hat ja teilweise Hunderter auch persönlich verteilt, die musste man dann bei ihm selbst abholen. Letztlich ein schamloses Bedienen an öffentlichen Geldern für den eigenen Erfolg. Wir sind nicht ausländerfeindlich, aber wir sind inländerfreundlich. Grundsätzlich immer die Suche nach Außenfeinden, immer die Suche nach Schuldigen, Minderheiten vor allem zu Schuldigen zu stempeln. Das waren Prinzipien seiner Politik und sie haben funktioniert. Und wir sehen heute, dass das auch lang nach seinem Tode noch funktioniert. Das ist ein Schema, das von vielen Epigonen aufgegriffen wird. Landeshauptmann Dr. Jörg Haider. Servus Jörg. Für mich bleibt eigentlich nicht viel. Ich bin ehrlich gesagt, wenn ich bei dem Unfallort vorbeifahre, erstaunt, welche Zuneigung und welche Anerkennung er heute noch erfährt. Das Erbe, das kriegen wir ja gerade die Jugendlichen oder jungen Leute in Kärnten ja tagtäglich zu spüren. Schulden sind geblieben.